Der Milan echt den Vadim besiegt oder ist das Clickbait? Vadim Brick verliert gegen 15-Jährigen. Let's go, Freunde, ich bin echt heiß auf das Video. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist Vadim Brick und er kriegt heute wieder mal Konkurrenz von seinem 15-jährigen Ich. Also Milan, den kennt ihr ja auch schon, ist quasi Vadim nur 2 Jahre jünger und vielleicht ein bisschen krasser auch. Aber er ist auf jeden Fall Master, das macht Julio und er macht mich so stolz. Er hat alles umgesetzt, was ich gesagt habe. Also, ich wette, der Milan ist so ein richtiger Vadim-Fanboy. Zu Recht. Ist bestimmt ein Vorbild von ihm, 100%. Quasi ein schlechter Einfluss, weil er hat sich jetzt mit dem Körperwettanteil viel zu hoch gefuttert. Ja, ich find's gut so. Weil du gesagt hast, so mir ist scheißegal, ich will der Masse ist Macht. Krasseste auf dem Schulhof sein, bist du, oder? Ja, Masse ist halt Macht, ne? Gott sei Dank hat korrekt Vadim jetzt von seinem Masse ist Macht-Trip runtergeholt. Ja, ja. Und er sieht endlich mal vernünftig aus, hat eine stabile Off-Season-Form, mit der man jetzt endlich Qualität machen kann. Dafür denken jetzt alle, dass du netti bist. Und heute macht ihr ein Dips-Battle gegeneinander. Wir sind bei 40 Kilo angekommen, das sind jetzt ungefähr 140 Kilo Dips in Maschine. 6 Push. Das B-Team hat heute Dips gemacht mit 100 Kilo zwischen den Beinen. Das ist ordentlich. Oh, 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 oh. Come on. Theoretisch müsstest du eigentlich schwächer sein, weil du bist ja jünger. Aber der Boy ist auch im Wettkampf geht, also. Danke dir, Dario. Welche Diät? Die Diät, mit der du immer noch nicht geschafft hast, unter 100 Kilo zu kommen? Was ist das denn? Ach, die Aufhörung. Wer macht das? William, was kann ich machen, wenn ich immer Schulterschmerzen habe beim Training? Würde ich mal schnell ein MRT machen, mein Lieber, und gucken, was da ab ist, was da abgeht. Richtig. Ja, der macht dich zufrieden. Ja, was ist denn dem los, Alter? Du bist ja eigentlich bist du ja ein Fanboy von Vadim, oder? Eigentlich bist du ja, oder? Ja. Hab ich doch gewusst. Ist doch klar. Ja, ist doch klar, sagt er. Wie ist das heute das erste Mal mit Vadim hier? Ist krass, ich habe mich gefreut. Ich habe mein Opa, meinem Vater allen erzählt, ne? Die kennen ihn. Guck mal, voll geil, voll süß, Alter. Der hat einen richtig schönen Tag gehabt mit Vadim. Bestimmt richtig Highlight. Da hat sich bestimmt so gefreut, Mann, dass das geklappt hat. Alle haben wir auf jeden Fall alle gefeiert. Und Opa und Papa machen beide Bodybuilding, haben Bodybuilding gemacht also sogar. Also nicht. Er gibt mir nicht. Aber geht mit dir trainieren auf jeden Fall. Genau. Papa Weltkampf-Bodybuilder? Ja. Yeah. Und Vadims Opa auch? Auch Bodybuilder. Früher in Russland. Ja, Vadim ist auch schon so richtig selbstsicher vor der Kamera, ne? Unglaublich, Alter. Das hieß noch Stalingrad, ich glaube jetzt in Petersburg, war er der Star, ja. Hier, Pamela. Mein Opa, die Brick-Genetik, war er das da, ja? Hier, Pamela. Krass, Junge. Da war Vadims Opa, Junge. Wahnsinn. Du auch. Nicht schlecht. Mein Opa, die Brick-Genetik, ist vor. Ja, aber die Litvinov-Genetik ist halt auch sehr, sehr stabil. Das hat ja auch einen Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen den Burschen in meinen Videos haben. Ich werde nachher gucken, mein Formcheck. Bei mir, ich gucke manchmal in die Kommentare durch. Ich gucke immer alle Kommentare. Und dann sehe ich so, ey, der Typ wohnt bei mir in der Nähe. Ich hab gehört, dass er Stoff nimmt. So, ich guck. Ja, mein Lieber, so einfach ist es. So fängt das Ganze an. Ja, aber siehst, ich denke mal, der nimmt keinen Stoff. Deswegen, falls du das siehst, Milan, sieh es einfach als Kompliment, wenn Leute dir sowas sagen. Schwamm drüber, abliefern, als Kompliment sehen. Guck hier auf die Profilbilder, da sind Leute aus meiner Schule. Oh, der nimmt Stoff, der hat das in der Schule erzählt und so. Siehst du, Vadim, er kriegt nichts Gönner. Nehme ich noch Stoffvorwürfe. Ja. Du nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt was. Obwohl es auch Schwachsinn ist, damit er ne, viel mehr danach aussieht als ich. Ja, Moment, du hast auch einen 46er Arm mit 15, ist jetzt schon stabil. Auch wenn es ein Bockwurstarm ist, aber trotzdem. Bockwurstarm? Ich sag immer Döner-Teller, Döner-Taschen. Im Vergleich mit den ganzen anderen 50-jährigen Gummibärchenbande, ja, war Milan das Stabilste. Weil, was es macht. Ich finde die alle richtig stabil. Und ich bin Milan am Stabilsten. Und ja, die anderen sind alle so low-key Veganer, kann nichts machen, gegen Moos keine Chance. Hört sich das an, wenn Vadim sagt, du bist echt der Stabilste aus der Gruppe? Hört sich auf, ja, das ist natürlich Motivation vom Training, ne? Und ja, da kann ich nur so zustimmen, ne? Also wenn er den jetzt noch besiegt, sein eigenes Vorbild, Digga. Steig rein hier, warm machen. Ich bin schlecht, ich war aufs Posing, ich will den Typ mal hier in Unterhose sehen. Auf Johannes Lukas Basis angelegt. Ich würde sagen, du machst jetzt so 6 bis 8 Wiederholungen. Ja. Und dann packen wir noch 20 Kilo ran. Immer weiter, okay. Bis nichts mehr geht. 1, 2, 3. Seitdem wir Videos zusammen machen, läuft's bei dir. Bist du ein Viech geworden jetzt. Ist ja auch der beste Coach Deutschlands. Ja, was es macht, ist der beste Coach. Wegen meinen Tipps sieht er jetzt so aus. Nicht wegen Johannes hier. Also ich muss auch ehrlich sagen. Masses macht Coaching bei Vadim Brick. Ja. Viele Leute übertreiben auch wirklich mit dem Masses macht. Also im Sinne von, ich krieg manchmal DMs. Ich so, ich mach Masses macht. Guck ich mir die Boden. Ich mach Masse ist Macht. Schluss an, hat mir vorher nachher geschickt und ich habe zuerst gedacht, dass er eine Diät gemacht hat.
aber er hat sich eigentlich nur so komplett vollgefressen. Und also ich glaube, viele sind nicht dafür ausgelegt, um einfach so diese Masse ist Macht durchzuziehen und nicht zu viel Fett auf. Diese Masse ist Macht-Geschichte ist eh größter Schwachsinn. Macht ist bloß nicht. Aber natürlich, ich wurde auch speckig, er wurde auch speckig, aber manche werden nur speckig und da ist kein Muskulatur drin. Also wenn man es jetzt rein wissenschaftlich anschaut, reicht 500 Kalorien Überschuss vollkommen aus. Dankeschön. Und wirklich gut. Jetzt gibt's die guten Tipps ja. Hier. Ja, war die mal gelernt. Aber was ich versucht habe, ich sehe so viele Leute, die trauen sich nicht in den Bulk zu gehen. Und die haben Schiss, viel zu essen und die können auch gar nicht viel essen. Und ich will genau an diese Leute rankommen und sagen, ja, Mann. Ihr müsst jetzt ein bisschen mehr und ich übertreibe halt auch ein bisschen, weißt du, dass die halt in die Richtung gepusht werden. Das ist eigentlich meine Intention. Und Mila hat recht, es gibt wirklich so viele Teenager, die haben nur Fett und haben keine Muskulatur, weil die aber nicht die Genetik haben wie wir beide. Das deswegen langsam aufbauen, da gibt es auch keine Hautrisse. Ne? Aber 500 Kalorien Überschuss ist das Mindeste. Ich habe mit 15 schon 150 Kilo gebencht. Also das musst du auch erstmal schaffen, 150 auf der Bank. Mit 15 Jahren, Alter. Ja, die Kette, die ist Endstufe von dem Milan. Die hat er schon in jedem Video angehabt. Johnny Vienna, danke dir, mein Lieber. 120 gefailt, oder? Nein, 120 hat er gedrückt. 125 hätte er gedrückt. Ah. Aber auch 130 bei mir. 3? Dicker. 4? Also du bist bei Dips wirklich nicht so stark und die sahen schwerer aus als bei Milan. Nein, so läuft das. Ernsthaft? Du, hast ja, keine, bist, du bist 3-4 Kilo schwerer als er nur. Also du musst auf jeden Fall mindestens genauso viel schaffen, sonst wird es richtig peinlich. Wir sagen Milan von Garno, ich mach da einfach ein Rip mehr, habe ich gewonnen. Das passt. Das ist viel zu viel. Nein, 30. So aufhören. Ja. Der muss gar nicht so eine fette Diät machen wie Vadim, weil der ist gar nicht so weit oben mit dem KF. Also doch, ist er auch, aber der ist nicht fett. Bei ihm geht das noch, mein Lieber. Danke für die Bits. Also, hoffentlich. Okay. Hoffe ich für dich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel ich schaffe. Ich habe es noch nie gemacht. Jetzt? Das ist übrigens mein Leben. Hätte ich angehört, als ob der gesagt hätte, keine Ahnung, wie viel ich stoffe. Und so muss ich die ganze Zeit rumgehen. Weil du so einen schweren Sack hast, oder was? Nein, das andere. Digga. Okay, 30 Kilo. 1, 2, 3, 4. Milan hat eine schöne Cargo-Jogginghose von Ferrari an, Alter. Geil. 5, oha. Stabil, stabil, stabil. Das waren jetzt eigentlich 5 Reps für 130 Kilo, gell? Ja. Das ist schon Schock. Hoffentlich für 5 Wiederholungen, sonst ist das Ding jetzt schon durch. Digga, ernsthaft. Mach ordentlich, eins. 2. 3 Schub, 4 Schub, 5, gut. Wow, geht schon. Also in der Übung wird er den nicht besiegen. Ready for 40, für maximalen Support, immer Kurt Johannes, für die besten Produkte der Welt. In diesem Fall Isokir, trinke ich, wenn ich nicht gegessen habe oder so, bin ich immer ordentlich mit Aminosäuren versorgt. Produktplatzierung haben wir im Kasten, oder? Mit 13, 14, ich weiß nicht, was bei deinen Eltern war. Ich habe mal Proteinpulver gekauft in meinem Gym und meine Eltern haben es weggeschmissen, weil die gesagt haben, es ist Chemiescheiß. War es bei dir auch so? Bei mir, nee, meine Mutter und mein Dad haben sich im Gym kennengelernt. Beide waren Trainer. Also meine Mutter war in der Rezeption, mein Vater war Trainer, die haben sich im Gym. Digga, als ich erste Mal Eiweiß, mein erstes Produkt war ein Weight Gainer aus Polen. Der war so ekelhaft. Den habe ich mit 16 gekauft, der war in so einem Malereimer. Ja? Ekelhaft. Ekelhaft war das. Und ich habe es mit Mineralwasser gemacht. Der erste Shake, der ist geplatzt in der Küche. Ich weiß, meine Mutter hat mich verflucht. Ich dachte, ich habe einen an der Waffel damals. Ich dachte, was ist das für ein scheiß Pulver, dachte die sich. Ich habe kennengelernt, deswegen, die kennen sich da aus mit Supplements. Aber was meine Mutter nicht erlaubt, ist dieses Riechsalz. Die hat es einmal gefunden bei mir zu Hause. Hat dran gezogen. Jeder normale Jugendliche von wegen, meine Scheiße, meine Mama hat meinen Weed gefunden. Die hat was. Alpha, mein Riechsalz, wie geil ist das denn? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Ich bin gefunden bei mir in der Wohnung, so eine normale Jugendliche. Und die so, sie hat mein Riechsalz gefunden, aber Riechsalz brauchst du auch nicht. Die kann jetzt mal ernst. Ja, aber sie hat's einmal. Normal für Maximalversuch, Johannes, was ist denn? Milan ist Hardcore-Bursche. So gut, dann ja, was ist das? Oh, ja, die ist selber so vor, wie die Mutter des Riechsalz. Was geht da? Jetzt auch mal gut, was ist denn? Oh, ist das? Ja, die ist selber so vor, wie die Mutter des Riechsalz. Was ist mit Johannes los, Alter? Jetzt auf, Marco, was ist denn das? Dreht auf und so. Oh, gibt keine Zweifel. Ja! Direkt aktiviert, ist das witzig,
Alter. Meine Mutter ist tatsächlich auch passiert. Die war auch so frech und hat es meinem Vater gegeben. Ohne dass er wusste, dass Riso jetzt war, hat die auch noch verarscht. Also, ernsthaft? Ja, ja. Ich habe aber auch damals meine Arbeitskollegen auf der Arbeit damit verarscht. So witzig. Wir sind bei 40 Kilo angekommen. Das sind jetzt ungefähr 140 Kilo Dips. Alter von 15 Jahren gegen den 17-jährigen Vadim. Wer jetzt wie viele Runden schafft, der die meisten schafft, hat gewonnen. Alright. Hey, Milo, ich bin echt gespannt. No cap. Mal schauen. Kleiner, komm. Nochmal. Und eins. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Zwei, Schub. Ja, drei, Schub. Digga, der ist stark. Vier, Push. Fünf, Schiene, sechs, Push. Jawohl, sieben. Komm, den dicken Vadim holst du dir. Guck mal, stark als Vadim. Guck mal, wie der kämpft, der Junge. Geil, Alter, gefällt mir richtig. Acht, Schuh. Guck mal, bis zur letzten Sekunde. Bam. Jawohl, das war's. Oh. Stark. Ja, Alter, echt fucking stabil, Alter. Nicht schlecht. Ja, ich hab mir wieder die schönen russischen Geneten rausgesucht, die Mutanten, Junge. Hast du wahrscheinlich durchgezogen mit einem Liter Milch am Tag, ja? So wie ich dir gesagt habe. Ein Liter Milch am Tag, Digga. Ja, ganz gut. Komm, Junge. Der macht das auch noch, geil. Die Konkurrenz schläft dich. Come on, Vadim. Aber. Eins, zwei, drei, streck drauf. Vier, Kraft verloren. Come on, fünf, push. Komm. Sechs. Komm. Oh. Come on. Sieben. Schub. Und Scheiße, Alter. Alter. Scheiße, Junge. Bist du... Ob da der Vadim den lieben Milan vielleicht eventuell einfach nur einen Gefallen tun wollte und extra einfach aufgehört hat. Wer weiß, könnte ich mir vorstellen. Marek 1801, danke dir fürs Abo. War die Brick von 15-Jährigen abgezogen, Alter. Ja. Geil. Hättest du dir auch nicht träumen lassen, oder? Ich hab gestern mit Freunden telefoniert, ne? Und ich so, ey, traust du dich eigentlich hinzugehen, weil du bist ja nichts gegen ihn reinscheißen. Jeremy hat im Video gesagt, hat über Mobbing gesprochen, ruft mich aber jeden Tag an und sagt, nennt mich fett. Abgeliefert, ohne Witz, Alter. Scheiß mir jetzt auf das Snippet, Leute, ich bumse ihn. Falls das nicht der Fall war, gratuliere ich natürlich dem Milan, ne, zu seinem Erfolg. Und was sagst du? So schön aus wie ich, gell? Kein, würde ich nicht sagen. Er ist viel kompakter und er ist kleiner und er ist noch ein bisschen breiter in der Schulter. Ich finde, du bist eher athletischer. Mhm. Er ist so ein richtiges Viech, ne? Also vom Schlüsselbein her ist er nochmal eine Nummer breiter. Breite Schultern, relativ schmale Hüfte. Post mal ein bisschen weiter. Ich sehe das ganze Fett dran, das sieht man erst, wenn alles runter ist. Aber ich glaube schon, dass das Teil jetzt zur Schulterverhältnis richtig krass bringen kann. Richtig krass. Also du kannst die Hose auf jeden Fall runterziehen, weil du hast ja auch Beine, die du zeigen kannst. Ah. Ja, richtige Max, ne? Mein lieber Herr. Junge, 15 Jahre alt, der hat so ein Potenzial, wenn der weiter durchzieht, ne? Was hat der für Beine, Digga? Sag es ein alter Falter, Junge. Die Größe spielen natürlich da auch zugute. Also. Er braucht nicht viel, aber guck mal, das Bizeps peak ja noch, ne? Ach du Scheiße. Also, Onkel Mirek, guten Abend. Wenn man sich so anguckt. Zeig mal von der Seite, hast du einen Bein-Bizeps? Weil jetzt pass mal auf. Hol ihn mal mehr raus. Der hat. Ey, Digga, brutal, wenn der in Pose geht. Sogar ein Beuger, der Sack. Weißt du warum? Guckt euch das mal an. Digga, 15 Jahre alt, what the fuck? Gesagt, er hat meine Storys immer geguckt. Ja. Und hat gesagt, okay, ich muss Bein-Bizeps machen, Sagst du, die ganzen 50-Jährigen sind zu krass, weil die alle so einen guten Einfluss haben. Na, aber auch, das ist auch nur, wenn sie es umsetzen, ne? Der hat sogar Waren. Also, das ist definitiv auf jeden Fall. Nach vorne. Die Shirts sind im Oversize-Schnitt geschnitten. Also sehr lässig fallen die aus. Lehn dich nach vorne. Ja, da sieht man es besser im Licht. Oh, der hat ja Glück mit der Körperfettverteilung. Okay, das meiste ist auf der Hüfte, ne? Ja, ich finde, der Hintern könnte fürs Bodybuilding ein bisschen größer sein. Das muss man nachher gucken, wenn es fettfrei ist. Oh, ich glaube, daneben siehst du blass aus. Da kommt jetzt direkter Vergleich. 17 versus 15. Ja, kleiner kommt. Guck mal, wie groß Vadim auch aussieht, ne? Neben Milan. Stabile Form übrigens, Vadim. Auch wenn du Vadim hat es nicht gemacht, aber ich glaube tatsächlich, wenn Milan gibt ihm noch 2 Jahre, dann ist er so alt wie Vadim. Ich glaube, der hätte ihn gefressen, Digga. Ich glaube, der hat eine noch bessere Genetik. Wobei, Front Lat Spread und Back Lat Spread ist Vadim unschlagbar, ne? Also bei den Kids. Weil ich rede jetzt von den Jungs, von den jungen Jungs. Wenn du noch nicht dein Zielgewicht erreicht hast, ihr könnt mal mitwerten. So, das ist natürlich schwer, weil so viel Speck dran hängt bei Milan, aber. Massetechnisch steht er ihm in nichts nach. Und das mit 15.
Also ich muss sagen, das wird schwer für dich. So, jetzt mal von hinten die Posen. Lass den Bauch nicht so raushängen, Vadim. Aber jetzt in die Rückenpose. Lattpose ist natürlich von Vadim, ne? Ich kann mir schon vorstellen, wie William sich das anguckt und sich freut, weil das ist wirklich krass. Geil. Ihr seht hier wirklich zwei Talente. Boah. Ja, da muss er natürlich noch ein bisschen der Milan an der Pose arbeiten. Aber bei Vadim sieht das schon echt wild aus, ja. Sehr, sehr wild. Ich trage XXL. Die Speckhüfte mal wegdenkt. Doppelbiese von hinten. Die würde ich gerne mal nebeneinander stehen sehen, beide fettfrei. Leute. Und Vadim, also ich habe es ja jetzt gesehen, direkt im Vergleich. Vadim hat sich echt gut gemacht, ne? Diese weniger, guckt euch mal bitte an, wie Milan aussieht. Milan einfach in dem Unterleitnerwinkel mit 15 Jahren, Digga, der sieht einfach aus wie Markus Rühl. Ich bin so stolz. Wie ein Papa. An alle, die gesagt haben, machst du es mal, funktioniert nicht. Hier, eben der Beweis. Ja, gut, bei ihm schon, denk dran, ne? Wie du es vorhin schon gesagt hast, 500 Kalorien Überschuss reichen im Prinzip aus, völlig, um euch langfristig im Gym zu steigern. Denn darum geht es, wenn ihr muskulöser... Was? Für normal das 500. Hier, die Leute mit russischer Genetik, mindestens 1000 Überschuss. Abgehoben! Du hast ja noch nie wirklich viel mit Supplements gearbeitet. Oder? Nee. So richtig vernünftig noch nie? Nö, nee, ich habe jetzt seit 2 Monaten wieder erstmal Ashwagandha genommen, gestern. Ja, aber immerhin als 15-Jähriger Ashwagandha ist schon sehr spezifisch, aber Kreatin nimmst du, Whey-Protein, solche Geschichten, Designer Whey. Isoklin ist wahrscheinlich zu teuer. Ja, ich klaue es immer von meiner Mutter, aber da krieg ich schon nur Mutter. Der klaut Isoklin von der Mom, Alter, wie geil ist das denn? Klaut Isoklin und du nicht, oder wie? Ja, das gute Zeug bleibt bei ihr. Immer eigentlich was nehmen und dann... Ja, komm, finde ich lustig. Ich auf die Waage und guck, oh, 300 Gramm fehlen. Did you move it? Du stockst auf hier mal hoch, ja. Nein. Du stockst jetzt bis jetzt. Bis jetzt. Wir sorgen dafür. Geil, Alter. Russische Mama fuckt sich richtig ab, dass der am Clown ist, da der Rotzlöffel. Pflege wegen Isoklir, ja. Wenn du bestimmt ein Paket bekommst, ne? Und nicht Hausarrest, weil du Mama das Isoklir klaust. Ja. Gibt's denn eine Message, die du den Leuten noch so mitgeben willst? Ist auch jetzt meine Message, die ich... Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich schon seit Anbeginn meiner Influencer-Karriere weiterbringen will. Machst es macht, ist an sich nicht gut, weil es eigentlich schnell ist und es hat auch nie gut funktioniert. Aber ich will den Leuten appellieren, dass sie mal anfangen, gescheit zu essen, weil ich kann es nicht mehr sehen. Vadim, ich kann nicht zunehmen und dabei fressen die gar nicht gescheit. Ja. Ja. Also, ich esse schon so viel, ja, dann ist einfach mehr, verdammte Scheiße. Alter, ich habe in meine Nudeln reingekotzt, habe das dann nochmal gegessen. Ohne Scheiß, wahre Geschichte. Man muss halt die Kalorien reinbekommen, um halt Muskeln aufzubauen, ja. Ich glaube, bis 300 nicht reinfressen, ne? Das ist echt... Ja, lasst euch Zeit, Freunde. Changes won't come overnight. Das ist... Korrekt, they comes in the day. Aber they will come with many calories. Sehr gut, das hast du perfekt zusammengefasst. Ja, da hat der liebe Vadim Brick eine Packung bekommen vom 15-Jährigen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht, Freunde. Ne? Bist du eher Low-Reps oder High-Reps-Typ? Ich trainiere weder Low noch High. Ich trainiere normal im Wiederholungsbereich von 8 bis 15. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei... oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.